Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4 mit mir, eurem Sepp. Servus. Heute wieder zu Gast unser Gecko, oder besser gesagt Sebastian, mein Namensvetter, der Deutschland übernommen hat und somit den Krieg für uns entscheiden möchte. Servus. Grüß Gott. Ja, in der letzten Folge haben wir Russland im Blitzkrieg erobert, so wie es für Deutschland auch eigentlich vorgesehen ist. Nur schafft das die AI leider nicht. Mit diesen vielen Tausenden von Einheiten, die du hast. Ich glaube, knapp 600 Divisionen, hattest du in der letzten Folge gesagt. Wir sind jetzt hier fertig. Ihr seht, unsere Truppen sind noch relativ unorganisiert. Wir werden jetzt die restlichen Truppen mal befehligen. Einige sollen hier natürlich Garnisonstruppen bilden, damit unsere Fabriken in den einzelnen Provinzen nicht ständig von Rebellen kaputt gemacht werden. Oder? Und danach würde ich sagen, erobern wir Westdeutschland zurück. Und danach die ganze Welt. So, dann würde ich mal stark sagen, drücken wir wieder auf Start. Hier, ihr dürft mal nach Finnland gehen. Und ihr macht mal einen schnellen Transport. Wo sammle ich meine Truppen? Ich glaube, Danzig ist ganz gut. Ein bisschen Truppen zusammenlegen. Gucken mal, können wir die schon wieder herbeirufen? Ja, perfekt. Die sollen dann noch hier mit rein. Super Ding. Verteilen sich auch automatisch. Jetzt forsche ich hier noch gerade die Militärpolizei, mit der wir dann anschließend noch besser die Gebiete unterdrücken können. Die sind hier gerade in der Forschung, dauern aber noch 122 Tage. Und wie ihr seht, wir haben immer noch relativ viele Rebellen. Aber die werden so nach und nach unterdrückt, hoffe ich. Wir haben leider viel, viel, viel zu wenig Einheiten. Ich glaube, wir werden das jetzt hier nochmal ein bisschen aufstocken. Hinzufügen. Unsere restliche Manpower in Kavallerie investieren, damit wir die restlichen gut ausgebildeten Soldaten für den Krieg haben. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir unsere Flugzeuge Richtung Deutschland stationieren, damit wir dich hier unterstützen können. Oh ja, Flugzeuge, das klingt super. So, ihr seid hier oben. Ihr dürft doch gleich mal einen Schlachtplan hier austüfteln. Am besten hier die Grenze entlang. So. Tja, die rumänischen bzw. bulgarischen Truppen, die ich zur Unterstützung habe, sind von der Kampfstärke ziemlich weit runter. Wahrscheinlich haben die keine Manpower mehr. Und wir haben natürlich auch geringe Mannstärke. Dafür haben wir die Atombombe erforscht. Das hört sich gut an, nur wenn wir alles voll haben mit Bau- bzw. Reparaturaufträgen, wenn wir hier nicht großartig vorankommen. Immer schön die Zivilfabriken an Anfang, damit die repariert sind und den anderen Scheiß reparieren können. Gott, habe ich viele Zivilfabriken, die repariert werden müssen. Werden sowieso wieder kaputt gemacht von den Rebellen. Nicht mal ansatzweise genug Leute, die sich darum kümmern. Aber das kriegt man hin, sobald wir, sagen wir mal, im Westen etwas Ruhe haben. Ja, du kannst dann die eigenen Divisionen natürlich benutzen, um auch zu Du bekommst befrieden. gerade einen Angriff in der Türkei.
Okay, danke für die Info. Ich bin hier gerade am Klicken. So. Okay, aber das Olla, die Waldfee, da kommen 40, 50 Divisionen. Habe ich irgendwo Einheiten? Ja, hier habe ich Einheiten. Ich glaube, ich ziehe mal kurz ab. Extratruppe, schnelles Verlegen hier hoch. Aber die haben natürlich Probleme, hier rüber zu kommen. Sage mal. Menschenskinders. So, schnelle Verlegung hier hoch. Attacke. Ja, die kommen nicht durch. Ich stand Gott sei Dank am richtigen Platz. Amerikaner sind da. Und Schweden sind da. Frankreich ein bisschen was. Norwegen. Costa Rica, Dänemark, Griechenland, Südafrika. Oh, ich muss wahrscheinlich hier noch das Gebiet ein bisschen erweitern, was sie zu befrienden haben hier oben. Alles klar, unsere modernen Panzer sind fertig. Top. Ich würde sagen, wir tun die schweren Panzer rausnehmen, die wir produzieren momentan, und ersetzen sie durch moderne Panzer, weil wenn wir moderne Panzer haben, die ersetzen quasi alle Panzer. So, eine Forschung ist frei. Was nehmen wir denn? Aha, wir haben schon 46, den nächsten Tag-Nacht-Kampf. Wenn wir Glück haben, tritt gleich auch Schweden und Norwegen aus dem Krieg aus. Ja, wenn wir die halt, meinst du jetzt weißen Frieden oder zwecks besiegt? Sechs besiegt. Zwecks besiegt, das hört sich. Ja, ich gehe mal auf Angriff über. Mein Plan hat sich ja schon ein bisschen aufgebaut. Meine Truppen verteilen sich schon brav. Und ich produziere U-Boote in Hülle und Fülle. Besonders schlau. Ich glaube, die machen wir mal hier Konvoiüberfall. Ein bisschen hier so. Alles ein wenig abdecken. Zusammenziehen, Schlacht. So. What? Ah, okay, hatten keinen verschanzt mehr. Doch, haben sie noch. Greifen sie mit 48 Divisionen an und ich schlage sie zurück mit 7 Divisionen. So muss das sein. Wie schaut's bei dir in Deutschland aus? Na, immer noch nicht wirklich gut. Ach, da oben hast du einen Brückenkopf reingeschlagen. Ja, aber ich krieg den Kessel leider nicht zu. Ja, da ist halt auch ein Fluss. Aber meine Einheiten kommen dir bald zu Hilfe. Keine Angst. So, was machen wir hier? Wo hättest du denn gerne Unterstützung? Eher in Norden oder Mitte? Damit wir einkesseln können im Norden, weil der Norden ist schwächer als die Mitte. Beziehungsweise soll ich über Italien gehen? Wenn du schaffst, über Italien zu gehen, dann tu dies. Ja, Italien sollte für mich kein Problem darstellen. Ich verlege meine Truppen. Es dauert noch ein bisschen, bis ich in Italien ankomme.
Mann, Mann, Mann. Bin ich froh, dass ich die hier rechtzeitig vertrieben habe. Ah, nein. In Finnland sind wir auch durchgebrochen zum Teil. Ja, bei Oder mir wir sind sind sie. durchgebrochen. Bei mir sind sie auch durchgebrochen. VG Frankreich, was es bei mir noch hat. Aber es sind nur sechs Divisionen. Ich denke, das schaffe ich gerade noch so. So, euch mal herausholen und hier hinzufügen. Dann bin ich froh, wenn die Militärpolizei fertig ist. So, Details. Noch kein bisschen Luftdoktrinen erforscht. Dazu wurde es mal echt dringend Zeit. So, meine Einheiten sind da. Schlachtfeld in Italien und die tun sich automatisch rüber verlegen. Froh, dass die Amis gerade nicht da sind mit ihren Flugzeugträgern. Was haben wir hier? Ah, Handelskonvois. Ja, auf geht's, Jungs. Rüber mit euch. Nur immer noch starken Widerstand in vielen Gebieten. Ich möchte meine Position nicht aufgeben. Sage mal, das wären immer mehr, die da in der Türkei einfallen wollen. Soll ich dir Truppen runterschicken? Nö, nö, das ist jetzt nicht so das Problem. Problem ist nur die Aufteilung momentan. Ich habe natürlich hier bei dir oben in Finnland einige Truppen stehen. Aber ich sehe gerade, du stehst hier auch mit 104 Divisionen rum. 377. Gut, ich denke mal, das schaffst du da oben alleine. Kann ich die abziehen und mich um mein Ländchen da unten kümmern? Mach das, ich bin jetzt dann eh durch und sobald ich dann Norwegen und so hab, lasse ich ein paar Garnisonseinheiten hier und kümmere mich dann wieder der Hauptfront zu. Okay, super. Dann verlege ich meine Truppen mal erstmal nach Ankara. So, Indien ist relativ friedlich. Das haben die gut befriendet. Wollen doch nur Freunde sein und in Russland geht's langsam wieder bergauf. So, Finnland hat kapituliert. Großartige Neuigkeiten. Vier Jahre haben wir noch. Ich glaube nicht, dass wir nach Amerika kommen, aber können auf jeden Fall hier noch ein bisschen was anstellen. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich gleich mal. Funktioniert das jetzt hier eigentlich mit den Widerständen? Oh, das sinkt alles. Oh, bis auf hier.
Jawohl, Zivilfabrik für Zivilfabrik wird fertig bei mir. Natürlich kommen viele neue Schäden dazu. Ja, das meiste ist in Russland, was hier eigentlich nur Russland Widerstand hier. Ein bisschen da unten. Ist aber nicht so wichtig. Wichtigste ist Russland hier oben. So, die können wir jetzt herbeirufen. Dann beenden wir das Ganze hier. Fügen die noch denen hier hinzu. Oh, dann ist das befriended und dann müssen wir natürlich politische Macht einsetzen, um jetzt hier unsere Manpower zu erhöhen. Sind schon auf umfangreich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf nach Bedarf. Wobei das die Baugeschwindigkeit und die Fabrikleistung senkt. Wobei Ausrüstung haben wir momentan für uns zumindest genug. Ausbildungszeit brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Juhu, ich habe wieder 870.000 Manpower. So, und die Luftunterstützung kommt jetzt. Im Westbalkan. Dir mal ein paar Supportflugzeuge zur Verfügung gestellt. So, und meine Einheiten sind ja auch endlich mal in Italien angekommen. Die werden mal hier bis zum Fluss vorstürmen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Vollgas geben. Und ihr habt zu viele Truppen. Zuordnung aufheben, befördern, perfekt. So, Widerstand. Ja, der sollte jetzt langsam. Oh nein, mein Brückenkopf ist gefallen. Wohl nichts geworden, ha? Warum fährt denn meine Einheit wieder da hoch? Bin ich bescheuert? Aber manchmal. So, schnelle Verlegung. Waren sie schon in Ankara, dachten sie sich so, nö, im Norden war es so schön, fahren wir gerade wieder zurück, hä? Vollidioten. Und auf ein neues. Einmal wieder nach Hause, bitte. Und dessen werde ich hier natürlich schon hardcore gefistet von den Großbritanniern. Oh, meine Wartungskompanie ist fertig. Cool. Und gleich mal hier den Panzern eine Wartungskompanie geben. Und der Herr Gecko hinkt hinterher. Das tut mir schrecklich leid. Hast du nur für eine Internetverbindung? Aber ich habe selber schon gemerkt, dass das Spiel einfach gegen Ende, wenn alles im Krieg ist, relativ stark anfängt zu lecken. Wobei jetzt, nachdem Russland weg ist, geht es wieder ein bisschen besser. Find cool, dass sie hier in Italien nicht so wirklich was stehen haben. Könnten wir jetzt mal ganz frech einfach mal hier durchfahren. So, so, so. Bisschen Micromanagement. So. Und du trennst hier mal die Amis ab, damit wir hier 13 Armeen stack wipen können. Damit voller Kraft drauf. Wobei die Amis, die sind einfach gut equipped. Die haben auch relativ viele Fabriken und alles. Der Widerstand wird nicht weniger. Ich brauche dringend die Militärpolizei. 16 Tage noch, dann habe ich sie.
Schauen wir mal, ob wir das Tempo wieder anheben können. Na, ein bisschen hängst du hinterher, aber es geht. Muss den Hamster schneller laufen lassen. Ah, du weißt doch, wie das ist. So also als armer Schüler hat man nicht das Geld und da ist der Hamster so abgemagert. Hast kein Kraftfutter für den armen Kerl, hä? Echt, der muss sich immer mit Knoppers zufrieden geben. Mit Knoppers? Willst du deinen Hamster nicht mit Knoppers? Nee, nicht wirklich. Sieht das bei dir eigentlich mit Atomwaffen aus? Ich könnte welche bauen, auch schon herstellen und sowas. Allerdings habe ich eine Reparaturliste, die ist länger als der Nil. Dementsprechend funktioniert das nicht so richtig. Außerdem habe ich immer noch teilweise Rebellen in meinen Gebieten, die die reparierten Fabriken dann wieder erneut kaputt machen. Was natürlich sehr kontraproduktiv ist. Deswegen brauche ich auch meine Militärpolizeisforschung, dass ich hier die besser unterdrücken kann. Die Rebellen. Und dann bleiben meine Fabriken auch ganz und dann kann ich hier relativ gut eventuell demnächst Atombomben bauen, die wir dann über Amerika abwerfen können. Das Coole ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel noch die Raketenbasen eine bauen könnte oder zwei in der Nähe von dir, dann könnte ich Städte und Zivilfabriken und Militärfabriken und sowas von Frankreich und sowas beschießen. Siehst du dann so, wie die Raketen starten und dann bei denen einschlagen. Das ist eigentlich relativ witzig. So, Militärpolizei ist fertig. Die kriegt ihr mal hier. So, Militärpolizei. Speichern. Sonst braucht ihr eigentlich nichts. Ich habe schon wieder 8 U-Boote. Also irgendwie, U-Boote produziere ich echt gut. Muss ich sagen. Ich mache 2,5 im Monat. Glücklich, ja, ich mache 2,2 im Jahr. Na, das nicht so gut. Wo schicken wir die hin zum Konvoi-Überfall? Am besten hier so hin. Vertreibt sie. So, wie geht's in Italien voran? Oh, wir haben uns ja schon fast getroffen. So, jetzt hier mal wieder zurückhalten. Ich habe gemerkt, also falls ihr das noch nicht gesehen habt hier, liebe Zuschauer, es gab hier, nee, ich glaube, das erkläre ich Anfang der nächsten Folge, was hier für ein kleines Update gab. Ich baue hier auch kurz eine Pause rein, weil wir machen einen kleinen Cut. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber Datteln. Wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wir sind erstmal raus. Ciao, ciao. Bis dann.